Willkommen zu meinem neuen Video. Wir sind mal wieder bei F1 2016 in meiner Solo-Karriere mit dem Sauber F1-Team. Jo, wie ihr seht, haben wir einen neuen Rivalen, und zwar Max Verstappen. Der befindet sich in der Fahrermeisterschaft auf Platz 6, wir auf Platz 5, sind somit vor ihm. Haben theoretische Chance, die Rivalität zu gewinnen. Bin mal sehr gespannt, wie das so läuft. Wir befinden uns auf dem Malaysia Grand Prix in Kuala Lumpur. Das Qualifying konnten wir auf dem 6. Platz beenden. Ne, das Training. Ich bin schon wieder ein bisschen zu früh. Ich war schon wieder einen Schritt weiter. Ich dachte, das Rennen geht schon wieder los. Aber ich nehme euch einfach mal mit. So könnt ihr euch mal das Qualifying ein bisschen angucken. Wir hören mal uns die Teamerwartungen an. Hi, ich wollte dir nur sagen, dass wir die Erwartungen des Teams für das kommende Qualifying erhalten haben. So, wir sollen das Qualifying auf dem 15. Platz oder besser abschließen. Besser als der Rivale sein, logischerweise, und als unser Teamkollege. Ja, wir haben das dritte Training in dem Fall auf dem 6. Platz abgeschlossen. Und wir gehen dann gleich mal ins Qualifying rein. Weil forschen können wir nicht, ne? Haben wir ja die Forschung eingestellt, um den Bonus von 25% zu kriegen. Und müssen jetzt damit bis zum Ende der Saison auch zurechtkommen. So, sehen wir uns nochmal. Wir sind auf Platz 5, Max Verstappen auf Platz 6. Sind auch weit vor ihm. Schauen wir mal, wie das so funktioniert. Ab ins Qualifying. Machen Sie es sich bequem, gleich geht es los mit dem Qualifying hier in Kuala Lumpur. In den nächsten Minuten werden wir herausfinden, wer die nötige Leistung hinlegen kann und wer nicht. Fahrer beschweren sich oft über den Reifenverschleiß auf dieser Strecke und die Mischungen dieses Wochenende werden das Problem auch nicht aus der Welt schaffen. Wird es sich dadurch entscheiden, wessen Reifen länger durchhalten? Der Verschleiß wird auf dieser Strecke wohl den Unterschied machen. Es ist recht einfach, die Reifen zu verschleißen, während man versucht, die Rundenzeit einzuhalten. Wenn die Balance von Anfang an stimmt, wie bei den Teams von Mercedes und Red Bull, kann man gut abschneiden. Wir wissen, dass es nicht leicht wird, aus dieser Session rauszukommen. Gib einfach dein Bestes. Jo. Das werde ich tun, auf jeden Fall. Ja, das Spiel, das scheint Regen mega zu lieben, habe ich so das Gefühl. Schon wieder Regen. Das zweite Rennen hintereinander, wo wir Regen haben. Also mich würde auch mal interessieren, ob sie das einfach willkürlich machen oder ob es an den Grand Prix auch wirklich geregnet hat. 2016 bezweifle ich so ein bisschen, ehrlich gesagt. Falls es einer weiß, kann es gerne mal in die Kommentare schreiben. Das würde mich mal interessieren. So, und wie ich sehe, der Regen hört auch auf. Mal kurz im Rennen gucken. Das Rennen ist zum Glück trockener Modus. So, nach 5 Minuten soll der Regen aufhören. Mal ein bisschen vorspulen. Ist ja jetzt gleich das Symbol oben, neben 26 Grad, müsste dann der Wassertropfen weggehen. Genau, mal gucken, ob wir noch eine Chance haben, auf Intermediates zu fahren. Auf Slicks meine ich natürlich. Fährt aber keiner. Leider. Hier, eine Grosbeck ist gerade draußen. Sieht auch sehr nass alles aus. Ne, müssen wir eine Zeit auf Intermediates fahren. So, los geht's. Mal ein
erste Zeit raushauen. So. Los geht's. Noch 3 Minuten Qualifying, das heißt eine Runde auf jeden Fall. Die muss dann aber auch sitzen. Freie Fahrt, sehr schön. Nur den Kollegen von gerade in die Box. Gut, jetzt Concentration. Sektor Westzeit. Schon mal gut aus. Scheiße. Komm hier voll raus, Mist. Ist nicht gut. So, es bleiben noch 2 Minuten in dieser Session und bis jetzt sind wir zu langsam. Wir brauchen eine schnelle Runde oder wir sind raus aus dem Qualifying. Gib mein Bestes. Brauchen mindestens Platz 15. Jo. Du bist auf P10 vorgefahren, 5. Reihe im Grid. Das reicht mir. Dann können wir erstmal zurück in die Box. Wie gesagt, Platz 15 müssen wir mindestens schaffen. Alles andere brauchen wir auch nicht. Oh, das sah eben schlecht aus. Oh, Glück gehabt. Platz 13 noch abgerutscht. Ja, unser Teamkollege ist leider raus. Ach ne, Platz 16 wäre es sogar gewesen. Da hätten wir schaffen müssen. Ja, schade für unseren Teamkollegen. Platz 17 für ihn. Als Startplatz. So, was haben wir jetzt? Wettermäßig ist alles trocken. Das nutzen wir mal aus und setzen gleich mal eine Zeit. Sehr gespannt, wie wir den nächsten Grand Prix so überstehen werden, da wir nicht mehr weiter entwickeln können. Welche Platzierung wir so landen. Weil ich fand einfach, dass Sauber ein bisschen zu stark geworden ist. Hier mal ein bisschen. Weil das Sauber zu stark geworden ist und wir ein bisschen Realismus reinbringen wieder. Und nächste Saison würde ich gerne in den Titel fahren. Mal gucken. Das schaffen. Das ist natürlich auch nicht realistisch. Nicht sauber natürlich. Aber das gibt das Spiel halt so vor. Das werden wir mal probieren. Diese Saison haben wir sowieso keine Chance mehr auf die Titel. Und daher brauchen wir auch nicht mehr. Das können wir uns ja wieder für nächstes Jahr oder nächste Saison aufsparen. Rosberg liegt vor. Platz 1.
wir mal gerade rankommen. Ganz knapp. Ja, ganz knapp auch nicht, aber. Ich weiß nicht mehr als eine Sekunde. Nein, das ist immer noch ziemlich nass. Eine richtig gute Zeit ist hier nicht drin. Mal gucken wir mal, was wir schaffen hier. Wir müssen Platz 10 jetzt schaffen. Sonst kommen wir nicht weiter. Platz 7. Du bist gerade die bislang schnellste Runde gefahren. Sehr geil, schnellste Runde. Das reicht mir erstmal. Jetzt schauen wir mal, was die anderen machen. Das hat ja nicht lang gehalten. Ja. Wir haben Platz 10, aber Vettel ist noch hinter uns. Der wird auf jeden Fall noch die bessere Zeit haben. Falls sich eine Sturmfront entwickelt, lassen wir es sich gleich wissen. Vettel ist immer noch in der Garage. Mhm. Okay. Aber der wird auf jeden Fall nochmal rausfahren. Ist jetzt die Frage, ob uns der Platz reicht. Oder nicht. So, in Zeiten sieht man schon ganz schön Unterschiede, aber kann auch sein, dass es immer trockener wird. Sind jetzt auf Platz 11. So, Platz 13. Komm, wir fahren noch mal raus und gucken, ob wir noch mal eine Zeit setzen können. So, 2 Minuten 40 noch. Schaffen wir noch eine Runde auf jeden Fall. Schon wieder verbremst. So, jetzt Concentration. Kommen wir immer noch hier raus. Resultieren daraus schnellere Zeiten. Das sieht doch sehr gut aus bisher. Du blickst zu weit hinten. Du musst es in die Top 10 schaffen, um im Shootout zu starten. Warte. Ich bin dabei. Ich bin mal deutlich schneller. Sehr gut. Eine gute Zeit. Yes. Du bist jetzt auf P3. P3 im Grid. Das fühlte sich auch gut an. Sehr gut. Platz 3. Damit kann ich leben. Ist allerdings immer noch alles Spielerei, weil die Top-Teams, die fahren ja nicht ihre guten Zeiten. Ah, das ist schon vorbei. Sie ist noch abgerutscht. Platz 5. Sieht man auch, Rosberg ist noch gar nicht die Zeiten gefahren. Das
Ist hier auch sehr interessant gemacht. Die KI spielt hier schön rum. Im dritten Qualifying zimmern sie dann ihre guten Zeiten hin. Aber gut, wir haben es wieder ins Q3 geschafft. Sehr schön. So. Oh, Arianto hat es auch ins Q3 geschafft. Respekt. Gut, wir gehen mal gleich mal als erster raus und setzen mal eine Zeit. So langsam haben wir vorne vor uns an. Los. So. Jetzt schnelle Zeit brauchen wir. Bestzeit. Aber dann nicht mehr. Das war nicht so gut. Jetzt haben wir den Hamilton auch schon abgelöst. Den Max. Schnelle Runde noch anderen als Vettel. Bestzeit, Sektor, Bestzeit schon mal schaffen. Ja,
Hose vom Flüssigungsmodus. So, jetzt die letzte Kurve treffen. Die Zeiten machen besser. Sieht gut aus. Ja, können wir nochmal verbessern. Bleiben allerdings auf der Platzierung. Gut. Okay, ich denke, da ist nicht mehr drin. Oder viel mehr. Gucken, wie die anderen Zeiten so sind. Die beste Runde bis jetzt liegt bei 1 Minute 37,1. Ja, Rosberg hat auch noch keine guten Zeiten gemacht. Oh, der hat eine Strafe gekriegt. Das ist schlecht für ihn. Okay, jetzt in seinem Outlap. Ist klar. Gut, das können wir jetzt nicht mehr beeinflussen. Also springen wir zum Ende. Das dritte Platz wird. Die Startreihen cool. Für das Boah, Rennen geil. Morgen stehen fest, werfen wir aber schnell noch einen Blick auf die Top 3. Vettel, Räikkönen und ein Sauber. Für heute war's das. Wir sehen uns morgen wieder, wenn es um den großen Preis geht. Schönes Ding, quasi Podiumsplatz vom Startplatz ausgesehen. Cool, wir können auf jeden Fall beim Podium mithalten. Wir sind direkt hinter Ferrari. Ja, und dann schön Ex-Verein, hätte ich fast gesagt, Ex-Mannschaft. Oder Rennteam. Können wir dann mal schön die Stirn bieten. So, hören wir uns mal an, was das Team von uns erwartet gleich. Ja, die Punkte gibt es ja erstmal. 100 Punkte, 668 haben wir jetzt insgesamt. Oh, Rivalen-Update kommt auch noch, genau. Da waren wir vor ihm auf jeden Fall. Oh, Sektor 2 und 3 ist er schneller gewesen. Ja, hier auf gleichem Niveau, würde ich sagen. Gerade mal ein Punkt mehr. Das könnte interessant werden. So, hier kriegen wir wieder unsere 10 Punkte. Sehr schön. Haben uns als ersten Fahrer wieder bestätigt. So, hören wir mal die Voicemail an. Hi, Emma hier. Ich wollte dir nur schnell sagen, was sich das Team im Rennen erhofft. So, wir sollen das Rennen auf dem 11. Platz oder besser abschneiden. Max Verstappen und Marcus Ericsson besiegen. Ziel für die Fahrermeisterschaft ist Platz 11. Ja, das machen wir auf jeden Fall schon im Sack. Würde ich mal einfach mal hier rotzfrech sagen, obwohl die Saison noch nicht vorbei ist. Aber das schaffen wir auf jeden Fall. So, ab ins Rennen. Spanier namens Fernando Alonso saß hier vor circa einem Jahrzehnt an vorderster Startposition und wir erlebten außerdem den allerersten Sieg von Kimi Räikkönen. Beim großen Preis von Malaysia ist es wie bei allen Rennstrecken. Die etablierten Fahrer wollen vorne bleiben und die jungen Wilden ihnen die Plätze streitig machen. Meist ist das Wetter der entscheidende Faktor, aber auch die 5 Links- und die 10 Rechtskurven in Sepang stellen die Fahrer vor viele Herausforderungen. In den starken Bremszonen in 4 dieser Kurven werden die Fahrer unter Umständen 4G, also ihrem vierfachen Körpergewicht, ausgesetzt. 2 dieser Kurven sind am Ende der DRS-Zone, die Kurven 1 und 15. Während die Fahrer unten in der Startaufstellung noch die letzten Einstellungen vornehmen, schließt sich mir ein Mann namens Stefan Römer hier bei mir in der Kommentatorenbox an und der weiß alles über den Druck vor dem Rennen. Stefan, schön, dass du bei uns bist. Sag uns doch bitte gleich mal, was den Fahrern jetzt gerade in diesem Moment durch den Kopf geht. Ich denke mal, sie werden langsam das Adrenalin spüren, wenn sie an den Weg zur ersten Kurve denken. Fast so, als ob man sich auf einen Kampf vorbereiten würde. Die unbekannte Situation fordert Nerven, doch das ist gut. So konzentrieren sich alle auf den Moment und ihre Umgebung, während wir auf den Start des Grand Prix zusteuern.
Okay, es geht los. Ich weiß, wozu du fähig bist. Also lass mich heute nicht hängen. Okay, ich versuch's. Gut, dann schauen wir uns die Startaufstellung an. Nach einem fantastischen Qualifying startet der mehrfache Weltmeister Sebastian Vettel von der Pole. Vor Kimi Räikkönen, der von P2 starten wird. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Ein Sauber, Sainz Junior, Lewis Hamilton und Verstappen. Rosberg, Grosjean, Hayato und Fernando Alonso. Gutierrez, Hülkenberg, Jenson Button und Ricardo. Quert, Perez, Marcus Ericsson und Valtteri Bottas. Wehrlein und Massa. Kevin Magnussen und Jolyon Palmer vervollständigt die Startaufstellung. Die Lichter gehen bald aus, also schalten wir zur Strecke. Dankeschön. Und da sind wir auch schon. So, schauen wir uns mal die Strategie an. Was die so besagt. So, wir unsere personalisierte Strategie besagt 2 Boxenstops, indem wir auf harte und dann nochmal auf harte wechseln. Oder die geplante, wir wechseln auf Soft, Hard und Medium. Was haben wir hier? Hier haben wir 4 Boxenstops. 4 finde ich echt ein bisschen viel, ehrlich gesagt. Wie ihr aus den anderen Videos wisst, bevorzuge ich immer weniger Boxenstops. Na, falls man sich mal einen Flügel kaputt macht oder dergleichen, dann kann man lieber nochmal in die Box fahren. Jo, wir nehmen mal die harten, so, die scheinen hier sehr lange zu halten. Das heißt, wir könnten da ein bisschen Zeit rausschlagen, auch wenn sie langsamer sind. So, wir haben Sprit für 29,1 Runden. Ist auch okay. Ja, passt alles für mich. Gut, dann wünsche ich euch wie immer viel Spaß und mir viel Glück. Strecken gemerkt. Damit kommen wir uns den zweiten Platz sicher. Sehr schön. Ja,
matchen. Ich werde auf jeden Fall am Himmel fahren müssen, damit wir hier vorne mithalten können. So, Larifari wird das hier nicht. Hier ist einmal mal ein Polsieg. Das ist hier richtig Arbeit. Sie brauchen Rekeln, wenn man sie abzieht. Das neue Ziel ist Max Verstappen und um Punkte zu fahren. Das ist schon mal völlig ausreichend. Dürfen wir nicht vergessen, dass wir nicht mehr entwickeln. Also haben die anderen Teams natürlich einen Vorteil. Okay, wir sind jetzt in Runde 3. Das DRS wurde aktiviert. Sehr schön. Highspeed haben wir auf jeden Fall im Sauber. Sieht man hier auch, die Regeln wieder ein bisschen runterkommen auf der Geraden. Die Karre ist schnell. Absetzen. Sehr gut. Oh. Das Vettel wurde auch vom Himmel wiederholt. Jetzt. Krass, wie schnell das geht bei Soft. Nicht mal super Soft. Krass. Aber ist egal, Rekord hat auch die gleichen Reifen drauf. Also gleiches Handicap für uns beide. Fett. Genau.
langsam hier, der Markus. Ja, klar, abgefahrener Reifen. Und die natürlich die beiden hier. Da gucken wir so aufpassen hier. Nicht zu dicht, weil die Bremsen sind meistens ganz stark. Zeit. Das war viel zu weit rechts. So, da kommen wir auch schon auf das Startziel gerade. Wir müssen jetzt fast alle in die Box fahren. Wenn wir rauskommen. Oh, unser Teamkollege bei Rahn draußen. Unser Abstand zum Teamkollegen beträgt 10,2 Sekunden. Der Abstand zum Hintermann beträgt 1,6 Sekunden. Ja, da haben wir auch Regeln an. Also wieder alles im Lot. Schön hinter Regeln eingereiht. Gut aus. Wir haben derzeit Benzinüberschuss für nur eine zusätzliche Runde. Schalte bald auf Mischung 2 runter. Oh, erstmal wir können ein bisschen jagen mit dem Verkehr. Leerlein vor sich, glaube ich, wenn ich es richtig sehe. Wird schön aufgehalten. Ausziehen. Ja, klar. Kommt nicht vorbei. Wehrlein fährt Kampflinie. Schönes Ding. Ich kann schön an Wehrlein vorbei. Sehr schön. Ah, komm hier leider raus. Scheiße. Reicht das? Ich kann die Kampflinie fahren. Oh, dreht er mich hier weg, der Idiot. Ich war da vorbei. Ja. Was hast du jetzt davon? Jetzt stehst du da. Schaden getragen, ne, Glück gehabt. Unser Abstand zum Auto vor uns beträgt 1,4 Sekunden. Wollte mal eben was gucken. Wiederholung. So, da. Ja, das war schon zu spät, ne? Ja, okay, das war schon zu spät. Ich dachte, man kann sich vielleicht noch kurz ansehen, was da passiert ist genau. Drei können wir da rechts langsam. Das hätte ich gleich machen müssen. So, demnach ist Hamilton vor uns. Aktuell. Aber da kommen wir schon noch mal ran. Keine Sorge. Scheiße. Hm,
Standard. So, jetzt hinter Science einreihen. Gucken, ob wir da vorbeikommen gleich. Bin gespannt. Anscheinend hat er ein Problem mit seinem Auto. Das war jetzt nicht die feine englische Art, aber. Pass auf, im nächsten Streckenabschnitt gab es einen Unfall. Keine Überholmanöver, solange du gelbe Flaggen siehst. Grüne Flagge wieder, sehr gut. Ja, dann könnten wir jetzt. Ja, reicht noch nicht. Richtig langsam. Was macht die denn da? Ah, Scheiße. Dein Frontflügel hat etwas abbekommen. Scheint nur geringfügig zu sein, aber geh es etwas ruhiger an, um das Problem nicht zu verschlimmern. Was macht denn Perez da? Was macht er denn da? Keine Ahnung, was das eben war. Leider Flügel abgefahren jetzt, dem nicht rechts vorbeizufahren, lieber links vorbeifahren müssen. Okay, das Safety Car ist draußen. Das ja. Safety Car ist draußen. Ich hab's. Bei verringertem Tempo einreihen. Behalte das Delta genau im Auge und halte es unbedingt positiv. Ich hatte es mir eben schon gefragt. Fahren die deswegen so langsam, weil das Safety Car rauskommt? Das machen sie nicht gerne mal. Okay, da haben wir die Antwort. So, jetzt die Frage, ob uns der Flügel beeinträchtigt oder nicht. Ob wir das Safety Car dafür nutzen, um es zu reparieren. Boxenstopp. Alles klar, komm am Ende dieser Runde rein. Ich gehe mal das Risiko ein. Muss also zwar hinten einreihen, aber gute Möglichkeit, uns nochmal nach vorne zu kämpfen. Württemberg. Überholen dürfen wir nicht, da müssen wir aufpassen. Es gibt sonst eine Zeitstrafe. Also gehen wir da rein. Ist klar. So. Mal gucken, ob das jetzt taktisch schlau oder dämlich war. Aber wenn reparieren, dann jetzt. Hier verliert man auf jeden Fall am wenigsten Zeit. Weil wir das Safety Car gleich wieder überholen können. Beziehungsweise ranfahren können. So, Jungs, los geht's. Schön auf Marder stellen. So, da ist die Safety Car immer auch schon wieder. Ich glaube, das war gar nicht mehr so dämlich, das zu machen. Schauen wir mal, es
können wir noch ein bisschen Benzin sparen, ist auch gut. Können wir gleich schön mit fetter Mischung angreifen. Passiert gleich. Guck mal, Verstappen ist auch angefangen. Zwei Plätze vor uns. Safety Car wird noch nicht reinfahren. Reifen werden ein bisschen kalt. Ja, ich sag mal, es macht die Formel 1 natürlich auch ein bisschen interessant, also passiert in jedem Rennen was. Ist schon ganz cool. Auch die ganzen Strategien, das macht schon Spaß. Also nur einfach stupide die Runden zu drehen. Ohne Boxenstopp, natürlich, meine ich damit. Du kannst ja auch mega abkürzen auf 5 Runden das ganze Rennen, aber ich finde, das macht auch keinen Spaß. So, jetzt könnte das Safety Car gerne wieder reinfahren. Jetzt rein oder immer noch nicht? Oh, noch eine Runde. Danach muss er raus, das ist langsam. Box. Ups. Der Wagen hinter dir hat gerade auf harte Reifen umgestellt. Wagen hinter dir jetzt auf sehr lang. Reifen. Mhm. Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass ich vielleicht sogar mit harten Reifen durchfahren könnte. Gerade wegen der Safety Car Phase. Runde soll Boxenstopp sein, aber die Strategie kann man, denke ich, verändern. Nicht so viel Sprit. Ups, nee, das wollte ich gar nicht. Okay, die Hauptkonkurrenten dieses Rennens sind Vettel und Verstappen. Safety Car kommt in dieser Runde rein. Machen wir uns wieder für das Rennen bereit. Wenn das Feld beschleunigt, denkt daran, dass bis zu den grünen Flaggen Überholverbot herrscht. Safety Car kommt in dieser Runde rein.
Sehr gut. Schon mal fett machen. Ups. Upsala. Oh. Doch, das geht schon los jetzt. Wieso das hier geben? Oh, guck mal, da vorne ist Rosberg am Pedal. Das sieht auch alles ganz gut aus, glaube ich. Unserer Strategie. Die Strecke ist frei. Grüne Flagge. Ah, scheiße, hier habe ich jetzt Mist gebaut. Ich muss die bremsen, als ich früher aufs Gas gegangen bin. Das hat Wehrlein ausgenutzt. Den schnappen wir uns aber gleich wieder. Weiter auf Fett fahren. Da ist jetzt weiter gerade. Gleich ranziehen kann. Wir nehmen uns. Was haben wir? Alles Rosberg. Können wir uns schön zwischenschieben. Hier eben schön Platz lassen. So gut. Dass wir uns wieder drehen mit dem Kimi. Können wir hier jetzt schön ausbremsen. Kampf in mir. Sehr schön. Und der Rosberg direkt hinter Vettel, der aufgehalten wird derzeit. Und Massa. Deutlich aufgehalten wird. Geht er jetzt raus hier? Ja, reicht für uns auch leider noch nicht. DRS wieder eingeschaltet werden, finde ich. Der Versuchsfehler auch schon zum ersten Mal. Schafft er auch. Boah, Massa, was machst du denn da? Boah, scheiße. Ach, Mann. Ah, toll. Danke, Massa. Dass es nicht versaut hat hier alles. Aber was musste das machen? Ja. Das fand ich jetzt aber ein bisschen dämlich. Wie bremst du denn da so? Das gab es auch keinen Grund. Keiner vor ihm, nichts.
erstmal so entgegennehmen. Jetzt will ich noch verändern. Bei sowas würde ich auch kein Flashback benutzen, das sind einfach Racing-Unfälle, wenn wir es mal. Inzidenz, Vorfälle. Das gehört einfach dazu, wenn es ärgerlich ist. Ja, werden aber auch bald wieder rankommen. Wir halten sich alle gegenseitig aktuell auf. Wir können hier schön frei fahren jetzt. Das ist schon der erste zu sehen. So, hier ist schon die Box. Alternative Strategie in Erwägung. Möchtest du die Strategie ändern oder mit Plan A weitermachen? Geht in Ordnung. Auf Soft nochmal wechseln. Runde 20 für 8 Runden. Die 8 Runden halten. Und vorhin waren die ja richtig schnell am Boden. Wenn das Team das vorschlägt, dann werden die wohl halten. 8 Runden. Gucken wir mal. Soft würde uns natürlich jetzt besser in die Strategie passen, weil wir jetzt ordentlich Gas geben müssen hier. Weiter Boxenstopp kostet natürlich Zeit. Wie sehen denn die Reifen so aus? Heute kämpfen wir gegen folgende Fahrer: Massa und Verstappen. 22% haben die Hafen schon gebaut. Okay, das heißt, wir können mit denen nicht durchfahren. Kein Fall. Gut. Dann sind Software eine gute Idee. Da haben wir noch ein bisschen aufholen können, vielleicht. Dritten Platz können wir uns abschneiden, denke ich. Wenn wir jetzt gerade schön Platz gut gemacht haben. Wieder ein paar noch Box waren. Ja, schauen. Da ist ja nichts verloren. Waren sie aber ganz schön langsam. Der Wagen hinter dir hat gerade auf harte Reifen umgestellt. Wagen hinter dir jetzt auf harten Reifen. Meine Kampflinie. So, dann haben wir Magnussen. So, und damit sind wir am Werder schon wieder dran. Sehr gut, und haben DRS zum ersten Mal. Ja, jetzt können wir schön die Stärken ausbauen hier, schön sauber. Zack, guckt ihr das mal an hier. Bäm, da haben wir Masse auch schon wieder. Markus fährt an die Box. Markus ist in der Boxengasse. Der uns rausgekickt hat. Du wirst mit weichen Reifen weiterfahren. Masse meine ich natürlich damit. Ja. Platz 5 durch die Box des Stops. Sehr gut. Ja, Platz 6 ist schon. Wasser ist ja Platz 5. Boah, Wasser! Oh, ich müsste unbedingt hier vorbei.
gibt's doch nicht. Wäre schon das zweite Mal fast wieder gewesen. Ey. Was macht der denn da? Natürlich auch vorbei. Ne? Kampflinie. So, jetzt bist du da. Tschüss, Massa. Oh, Gott, oh Gott, ey. Der ist mir echt suspekt. Ja, 10 Runden haben wir aktuell noch. Platz 5. Dann ist noch eine Box. Zum Glück kein Flügelschaden. Das heißt, schneller Box ist das. Vielleicht haben wir ja nochmal Glück. Oh, Max Verstappen fällt auch jetzt in die Box. Muss zumindest gewesen sein. Ja, genau. Das war Max Verstappen. Oh, Rosberg fällt auch in die Box. Das sieht ja gar nicht mal so schlecht aus. Gespannt, was hier am Ende rauskommt. Jetzt stoppt das Spiel gerade irgendwie ein bisschen. Das meinte ich jetzt gar nicht. Boah, Alter, jetzt habe ich richtige Lags. Ich weiß nicht, ob ihr es auch mitbekommt. Jetzt wieder besser. War so nicht geplant. So, dann sind wir aktuell auf Platz 2. Fahrer hinter mir. Nicht geklappt. Ja, für den führt euch ja so aus. Wahrscheinlich gleich, weil wir noch keine Runde gefahren sind. So, wir sind eigentlich gleich an die Box. Mal gucken. Sehen die Reifen aus. Und einmal gut. Auch langsamer. Ja, ich denke, ich werde okay, die Box fahren. Das Boxenstoppfenster ist jetzt offen für dich. Ja, danke, Jeff. Ich würde aber gerne wissen, wie viel Platz ich habe zu meinem Hintermann. Fahrer hinter mir. Funktioniert einfach nicht so richtig. Fahrer hinter mir. Zeit, letzte Runde. Das sind unsere heutigen Konkurrenten. Wehrlein und Verstappen. Wehrlein? Das war ja nichts. Box, Box, Box. Ja, super. Fahre ich jetzt an die Box wirklich? Jetzt schon? Ja, ich glaube, ich werde schon wieder. Ja. Der Pult da ist auf jeden Fall noch weit weg. Nein, ich riskier's. So, wir müssen jetzt bitte einen schnellen Boxenstopp. Ah, scheiße, wir werden jetzt einige Wohnungen. Boxen. Einfahrt ist einfach so mega lang. Komm, ja, schön. Schneller Boxenstopp, sehr gut. Das war unser letzter Boxenstopp. Keine Boxenstopps mehr geplant. Okay.
Verstappen. Ja, müssen wir uns nach vorne kämpfen jetzt. Die letzten 7 Runden. Dafür haben wir aber auch die richtigen Reifen. Wir sind wesentlich schneller. Boah, Scheiße. Komm, Max, lass mich vorbei. Max fährt Kampflinie. Das war knapp. Das war knapp. Also, danke Jeff, die Entscheidung war, glaube ich, gut. Schön dranbleiben. Und nicht zu viel riskieren. Gut. Oh Mann, das gibt's doch nicht, ey. Warum seht ihr mich nicht? Das dritte Mal, ey, das kann doch nicht wahr sein. Virtuelles Safety Car, Geschwindigkeit sofort verringern und positives Delta halten. Drossel deine Geschwindigkeit, unser Delta ist zu niedrig, damit riskieren wir eine Strafe. Verringere sofort dein Tempo. Ja, können wir uns jetzt noch mal ein bisschen in Karten spielen, das Safety Car. Das Virtuelle allerdings nicht so viel wie das mit echter. Oh Mann, ey, die wollen mich aber hier aus dem Weg kommen, habe ich so das Gefühl. Ja, hallo. Zeig mal bitte. Ja, man sieht ja dann gut in Safety Car, muss man das Delta ganz genau einhalten. Da kann man nicht viel gut machen. Langsam geht er nicht fahren. VSC endet. Gleich kommen die grünen Flaggen. Positives Delta bis zu den grünen Flaggen beibehalten. Achtung, Achtung, gelbe Flaggen vor dir. Kein Überholmanöver in der gesicherten Zone. Sei vorsichtig, bis du schade. Grüne Flaggen siehst. Unser Teamkollege ist leider aus dem Rennen. Schade. So, jetzt 15 haben wir jetzt aktuell. Markus musste das Rennen aufgeben. Ja, habe ich leider gesehen. Schade. Sehr schade, um genau zu sein. Jetzt komm, sag dich ran, sehr schön.
Ups. So, damit haben wir wenigstens unsere Rivalen und unseren Teamkollegen besiegt. Erstmal zumindest, wenn hier nichts mehr passiert. Aber falls hier nichts mehr passiert, zumindest das Minimumziel schon mal erreicht. Und gerade sehe, ich glaube, wir müssen 11. Platz machen. Das Teamlaufen ist erwartet. Und dann ganz sicher. Wir wollen ja trotzdem in die Punkte kommen. Das ist ja mein persönliches Minimalziel. Das werden wir auch noch schaffen. Den 10. Platz auf jeden Fall. Vorne fährt er nämlich schon. Nur auf Flut aufpassen, kein Flügelschaden. Das sind einige, das sieht dabei aus. Das Rosberg, Viertel ist da hinten, glaube ich. Hoffentlich kriege ich keinen. Das ist natürlich jetzt richtig scheiße. DRS. Ja, der dann ist echt schnell. Der Topspeed, der fast nicht zu besiegen. Gibt's doch nicht, ey. Die stecken einfach nicht zurück. Mann, Mann, Mann. Aber das ist wohl das, was andere YouTuber auch gesagt haben, gerade in der ersten Kurve, oder? Dass man da echt aufpassen muss. Und das stimmt auch. Man sieht es auch hier in anderen Kurven. Dass die KI wie ein Arschloch ist. Das mal direkt zu sagen. Ziel gerettet. Ja, fair, ne? Nicht so wie ihr. Gute Chance, hier sein Vettel vorbeizukommen. Spätestens
gleich, dass hier nicht klappt. Oh, hier klappt sogar. Sehr schön. Ah, ein bisschen Kampf in mir hier. Geil. Damit habe ich den 8. Platz. Und wir sind wieder hinter Hamilton, die auf harten Reifen fahren. Das sieht ja sehr gut aus für uns. Wir haben die wesentlich schnelleren Reifen. Da ist Gutierrez, gerade von Hamilton überholt wurde. Ja, zwei Runden noch. Fett durchfahren, das ist schon gut für uns. Hier werden wir uns ein bisschen ranseilen können, wie die Schikane so gefahren. Sehr gut. Jetzt kommen wir ran. Der klebt uns aber auch am Arsch. Okay. Der erst haben wir noch nicht. Vettel aber auch nicht. Aber gleich müssten wir der S haben. Ah, scheiße, wenn ich ihn verbremsen würde. Oh, ich kann dir das mal. Aber brauchen wir auch nicht. Wir haben Windschatten. Zack. Damit haben wir Gutierrez. Sehr schön. Cool. Das läuft ja noch super. Letztes Lap. Mal konzentrieren. Gut für uns. Ja, komm auch ran, deutlich. Das könnte uns in den Karten spielen. Wir haben nur noch Benzin für eine Runde. Der Abstand zum Auto. Das heißt, wir kriegen gleich DRS. Kommt vielleicht noch was gegen jemand am Platz. Und dann sind wir auch dran. Wir kriegen DRS. Ja, sehr schön. Tschüss, Hamilton. Yeah! Geiles Ding. Oh, Carlos Sainz hat das Rennen gewonnen. Das ist immer eine geile Wendung. Sehr schön. Boom, und wir schaffen noch Platz 6. Bam, geil. Gut gemacht, tolles Finish. Du hast dich verbessert und hast das erreicht, was wir von dir verlangt haben. Ausgezeichnete Arbeit. Danke, danke. Großartige Leistung von Toro Rosso. Was für ein überzeugender Sieg. Stefan, was war der Schlüssel zu diesem Erfolg? Die Safety-Car-Phase hat heute ohne Zweifel den Unterschied ausgemacht. Der Schlüssel zum Erfolg war eindeutig, dass sie ruhig geblieben sind und schnell auf die Situation reagiert haben. In der Vergangenheit haben Teams immer wieder zu zögerlich reagiert und so den Sieg verspielt. Aber sie waren entschlossen und konnten sich dadurch einen Vorteil verschaffen. Jetzt ist es soweit, sie kommen heraus. Die Scuderia Toro Rosso hat sich einen Ruf als Talentschmiede erarbeitet und heute eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Ein beeindruckender Sieg. Dann sehen wir einmal nach, welche Auswirkungen dieses Resultat auf die Weltmeisterschaft hat.
Ein gutes Resultat für Kimi Räikkönen, der seine Führung in der WM weiter ausbauen kann. Sprechen wir über den Fahrer des Tages. Stefan, wer ist dein Kandidat? Ich glaube, ich entscheide mich heute für Daniel Ricciardo. Er hat das Feld heute wirklich ordentlich aufgemischt. Wohlverdient. Dann werfen wir mal einen Blick auf die Konstrukteursrangliste. Ferrari hat seine Führung in der WM ausgebaut. Nach all der Spannung wäre es verrückt, wenn sie das nächste Rennen verpassen würden. Aber den Fehler machen sie nicht. Wir hoffen, sie wiederzusehen. Also bis dann. Jo, das lief doch noch sehr gut. Ja, von den vielen Patzern mal abgesehen, die wir da hatten. Also das hat uns natürlich das Podium gekostet alles. Hätten wir vielleicht erreichen können. Mit hoher Wahrscheinlichkeit. Aber mit der Platzierung können wir aufgrund der vielen Ereignisse, denke ich, sehr zufrieden sein. Wir schalten nochmal in den Start rein. Da ging es ja auch schon heiß her. Da bin ich auf der rechten linken Seite von mir aus gesehen. Der Hamilton rauszieht jetzt. Genau. Dann müsste ich meine Position schon verteidigen. So, dann für kurze Zeit den zweiten Platz. Ich will zurückstecken. Mich gegen Hamilton wieder verteidigen. Dann lief es eigentlich erstmal gut, fand ich lange Zeit, bis dann der Dreher mit gegen Kimi kam und dann hat irgendwie so eine Kettenreaktion eingesetzt. Das war aber auch Glück, dass mich Hamilton dann eben nicht abgeschossen hat. Schöne erste Runde. Soweit nichts passiert. Platz verteidigt. Also das ging. Das passte alles für uns. Dann konnten wir auch gleich angreifen. Und überholen, glaube ich sogar. Genau, da greifen wir an und überholen. Easy. Bei unser Sauber ist echt so geil im Windschatten. Das ist echt der Wahnsinn. Wie er sich daran saugt. Das ist ja auch sauber. Sauger. Ich würde sagen, spüren wir mal ein bisschen vor. Bis zu der Szene mit Hamilton, das würde ich gerne mal sehen. Mit Kimi. Gucken, ob wir die kriegen. Startet und davon müsste Kimi sein. Ja, da ist Kimi. Da müsste es gleich passieren, jetzt in der Kurve. Ja, da ist es. Da ist er im Spiel. Bin aber vorne. Schön sehen. Ja, wenn wir nochmal eine andere Pass. Hier kann man schön sehen. Zack, ich bin wesentlich vorne. Ich habe schon eingelenkt. Er ist jetzt noch hinter mir, wo ich einlenke. So, zack, und dann will er sie noch zwischenquetschen. Das wird natürlich nichts. Ja. Das war auf jeden Fall KIs Schuld. Ja, die anderen brauchen sich angucken, da hat die KI einfach zu doll gebremst teilweise. Oder aus unerfindlichen Gründen gebremst, aber naja, ist halt wie es ist. Ich würde sagen, wir gucken uns mal die Fahrer-WM-Liste an.
Sehen wir uns nun die Fahrerrangliste an. Ein gutes Resultat für Kimi Räikkönen, der seine Führung in der WM weiter ausbauen kann. Stefan, wer war dein Fahrer des Tages? Heute haben mich viele Fahrer beeindruckt, aber niemand so sehr wie Daniel Ricciardo. Und so sieht es in der Konstrukteurs-WM aus. Ferrari hat seine Führung in der WM ausgebaut. In dieser Saison wird es ganz bestimmt noch mehr spannende Wendungen geben. Ich hoffe, Sie sind auch beim nächsten Rennen dabei, um zu sehen, wer es letztendlich an die Spitze schafft. So, in der Fahrer-WM hat sich nicht viel verändert. Wir sind dichter an Lewis Hamilton gekommen. Das war ja mein persönliches Ziel, Hamilton zu besiegen. Das haben wir auch geschafft in der letzten Runde. So, deswegen konnten wir da ein paar Punkte noch gut machen. Jetzt haben wir gerade mal 18 Punkte Rückstand. Das denke ich okay. So, in der Konstrukteurrang ist es auch nicht viel passiert. Allerdings ist Red Bull uns hier ganz stark auf den Fersen. Also ob wir da den dritten Platz halten können, das ist noch fraglich. Das werden wir sehen, gerade mal 2 Punkte Unterschied. Lassen wir uns mal überraschen, was da passiert noch. Ja, wie sieht das überhaupt aus? Wo ist Red Bull eigentlich gelandet? Ja, beide in den Punkten. Ja, wird natürlich schwer. Ich ziehe das Team sauber im Moment so ein bisschen nach vorne. Ja, da wird das wohl schwer, die Konstrukteurspunkte weiterhin einzufahren, wenn der Teamkollege nicht mitspielt. Ja, gucken wir uns mal die Ressourcenpunkte an, was wir da noch kriegen. Können wir ja aktuell nicht einsetzen für die Forschung und Entwicklung. Haben wir aber schon ordentlich Punkte gekriegt, 800, sehr gut. So, Rivalität bin ich mal gespannt. Sieht gut aus, ja, sehr schön. Konnten wir schön ausbauen, 12:6 jetzt, sehr gut. So, Team-Voraussetzungen konnten wir auch erfüllen. Auch alles im grünen Bereich, hier noch ein paar Karrierepunkte. So, schauen wir uns mal an, wo das nächste Rennen stattfindet. Suzuka, sehr geil, die Strecke liebe ich. Die finde ich richtig geil, die Strecke. Die liegt mir auch. Da freue ich mich schon drauf. Ich hätte eigentlich jetzt mit USA gerechnet, aber habe mich wohl vertan. Das müsste jetzt als nächstes kommen. Genau. Nächstes Mal sind wir in Austin, Texas. Nach Suzuka. Steht sich. Gut, hier, wie man sieht, Scuderia Ferrari. Es gibt auch ganz schön Gas da. Deswegen hatten wir auch nicht so Chancen gegen Kimi. Die sind ganz schön weit vorne, die Jungs. Alles klar. Gut, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ein bisschen wenigstens. War doch sehr, sehr spannend. Der Grand Prix insgesamt, fand ich. Viele Wendungen. Viel passiert. Doch noch eine ganz gute Position geschafft. Ja, ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Freue mich wie immer über ein Abo, Kommentar oder ein Like und wünsche euch wie immer einen schönen Sonntag. Bis dann, ciao.